Seechat.de, die Bodensee-Community, heute hier in Meersburg, direkt am Bodensee. Und wir stehen hier mit Norbert Linz. Norbert, wir kennen uns von der Schulzeit. Erstmal herzlich willkommen hier im Interview. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja. Norbert Linz ist in der EU tätig. Norbert, was genau machst du? Also ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments und darf dort insbesondere im Bereich Landwirtschaft und Umwelt tätig sein. Also das sind die Themen, wo ich mich tagtäglich mit befasse und darf seit knapp 2 Jahren diesen schönen Wahlkreis, den Bodenseekreis und den gesamten Regierungsbezirk Tübingen im Europäischen Parlament vertreten. Wahnsinn. Norbert, hol mal ein bisschen aus. Wie ging es bei dir weiter nach dem Abitur damals im Wirtschaftsgymnasium Ravensburg, wo wir nochmal zusammen waren? Ja, also nach dem gemeinsamen Abitur habe ich den gehobenen Verwaltungsdienst studiert. Das nennt man auch die Bürgermeisterausbildung in Baden-Württemberg. Habe das 2002 auch abgeschlossen. Habe dann noch einen europäischen Master drauf gesetzt. Europäisches Verwaltungsmanagement habe ich mit allen Fragen der europäischen Politik, des Europarechts, wirtschaftliche Fragen, Fragen der Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene befasst, das 2004 abgeschlossen und hatte dann das Glück, meinen Berufseinstieg im Europäischen Parlament machen zu dürfen, als Büroleiter des damals frisch gewählten südbadischen Europaabgeordneten und meines heutigen Kollegen Andreas Schwab. Und dann war ich einige Jahre beim Land Baden-Württemberg, zunächst im Regierungspräsidium Tübingen und dann im Landwirtschaftsministerium in Stuttgart und jetzt eben seit 2014 im Europäischen Parlament als Abgeordneter. Okay, beruflich steigen wir gleich tiefer ein. Nach so langer Zeit interessiert es einem natürlich, was gibt es privat zu berichten? Können wir da auch was erfahren? Ja, auch privat haben sich die Dinge weiterentwickelt. Ich bin seit knapp 5 Jahren verheiratet und habe 2 Kinder. Das dritte ist unterwegs und wohne jetzt nicht mehr im Kreis Ravensburg wie damals, sondern im Landkreis Sigmaringen im Pfullendorf. Und insofern habe ich neben meiner beruflichen Arbeit auch durchaus immer wieder private Herausforderungen, Kindererziehung und all die Dinge, die, glaube ich, viele in meinem Alter zu bewältigen haben. Klasse. Glückwunsch erstmal zu den Kindern, zur Hochzeit. Alles wunderbar. Wie geht's weiter bei dir? Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, seit knapp 2 Jahren im Europäischen Parlament und die Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß. Sie ist anstrengend, herausfordernd, wenn man natürlich berücksichtigt, in welcher Lage sich Europa, die Europäische Union im Moment befindet. Und ich glaube auch, dass die Herausforderungen, die großen Aufgaben eben auch in den nächsten 3 Jahren, so lange geht die Legislaturperiode, noch nicht geringer werden. Und deswegen möchte ich da weiterhin mitarbeiten und insbesondere daran arbeiten, dass bei den Menschen hier im Wahlkreis, hier am Bodensee, auch ankommt, was europäische Politik bedeutet, was es auch bewirken kann und hoffentlich nicht nur in negativer Weise bewirken kann, weil es gibt durchaus das eine oder andere Positive, was Europa für diese Region tun kann. Okay. Wenn ich so richtig in Erinnerung habe, war es auch ein bisschen von wegen Norbert Linz für uns in Europa tätig. Du setzt dich für die Region auch ein. Was sind bisher so deine Ziele, wo du sagst, was habe ich für die Region erreicht und wie verbunden bist du mit der Region, Bodensee-Region hin? Ja, also ich glaube, wenn jemand in der Region aufgewachsen ist und sich immer praktisch Zeit seines Lebens auch drin aufgehalten hat und wie ich auf einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen ist, also auch mit der Natur sehr viel im Freien unterwegs war, ich glaube, hat man schon von dem her eine große Verbundenheit zu dieser Landschaft und ich glaube, ist eine der allerschönsten Landschaften in ganz Deutschland oder auch in ganz Europa. Richtig. Und sorry, dass ich dich unterbreche, wir sind ja auch gerade wirklich hier und genießen den Bodensee hier hautnah. Wir haben das ja auch ein bisschen bewusst ausgewählt, weil es dein Regierungsbezirk ist. Ja. Also es ist ein Teil meines Wahlkreises und zwar ein sehr wichtiger Teil und ich glaube auch mit der schönste Teil in meinem Wahlkreis. Und gleichzeitig, wenn man über den See schaut, sieht man schon die Schweiz, ein Land, das außerhalb der Europäischen Union liegt, aber mit der EU eng verbunden ist. Auch das ist ein Thema, wo es eben dann auch sehr konkret wird im Alltag der Menschen hier, was Europa
was Europa bedeutet und was letztendlich auch an Hindernissen da ist, wenn man eben nicht Teil der Europäischen Union ist. Dreiländerregion, beziehungsweise manche sagen ja auch mit Liechtenstein Vierländerregion. Vorher ganz kurz im Vorgespräch hast du mir was über Liechtenstein erzählt. Was könntest du uns dazu noch genauer erzählen? Ja, das ist jetzt ganz aktuell. Ich war gestern und vorgestern in Liechtenstein, wo wir eben im Rahmen des europäischen Wirtschaftsraums, also das sind die Länder Liechtenstein, Norwegen und Island, die so mit der Europäischen Union verbunden sind, aber nicht Mitglieder sind, und die Schweiz, die dort Beobachterstatus hat, also als Beobachter dort dabei waren, da haben wir Dinge diskutiert, also ganz konkret, wie können wir diese Länder noch näher an den europäischen Binnenmarkt bringen und wie setzen sie die Richtlinien und Verordnungen, die wir beschlossen haben im Europäischen Parlament, eben dann auch um, und wie geht es eben da dann ganz konkret in einzelnen Problemfeldern. Klingt sehr, sehr spannend. Interessant durften auch die Fragen sein, wo unsere Zuschauer gestellt haben. Die haben nämlich, die haben wir auch befragt. Könnt ihr Fragen nennen, was interessiert euch zum Thema EU, wenn wir dieses Interview jetzt mit Norbert Linz führen? Und da kamen interessante Geschichten zutage, habe ich bisher auch noch nicht gewusst. Und wollen wir jetzt einfach mal einsteigen und dich befragen, was du dazu meinst. Ja. Gut, dann als erstes Thema, ich gehe es einfach mal der Reihe nach durch, Thema Freihandelsabkommen, TTIP und CETA. Was kannst du uns darüber berichten, aktuelle Lage? Ja, also aktuell ist die Lage so, wir verhandeln als Europäische Union seit 2013 mit den USA. Es hat vor einigen Wochen die 13. Verhandlungsrunde stattgefunden. Und natürlich ist es so, und das merkt man ja auch in der medialen Berichterstattung, dass es einige Problemfelder oder einige Felder gibt, wo es eben durchaus unterschiedliche Ansichten der Verhandlungspartner gibt, auch unterschiedliche Interessen. Das ist aber aus meiner Sicht das Normalste der Welt, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Ich sage auch ganz offen, ich stehe diesem Abkommen grundsätzlich sehr positiv gegenüber, weil ich glaube, in einer Region, gerade in dieser Region, wo wir 40% Industrieproduktion haben, ja, jeder kennt die großen Unternehmen, ob das die MTU oder jetzt Rolls-Royce Power Systems ist, ob das ZF ist, ja, ne, ob das Airbus ist, ob das Diehl ist, egal. Und viele weitere, auch kleine und mittelständische Unternehmen in dieser Region, die profitieren von einem offenen Weltmarkt, insbesondere auch von weniger Schranken und Hemmnissen in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, auch in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Aber dann natürlich müssen wir gut und gut verhandeln und natürlich auch gute Ergebnisse erzielen im Bereich der Lebensmittelsicherheit, im Bereich des Verbraucherschutzes und auch was unsere Umweltstandards betrifft. Ich glaube aber, dass die Europäer, die Verhandler der Europäischen Union, dass die genau wissen, was unser Interesse ist, und wir werden ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir unsere Standards, die wir uns jetzt über Jahrzehnte aufgebaut haben in Europa, wenn wir die jetzt im Rahmen eines solchen Abkommens dann wieder sozusagen in den Orkus werfen würden. Verschiedene Meinungen, verschiedene Interessenskonflikte hast du gerade angesprochen. Finde ich sehr gut, dass du dabei aber auch persönlich Bestellung beziehst. Das macht dich letztendlich ja authentischer. Bleiben wir bei dem Thema verschiedene Meinungen. Wir haben auf deiner Homepage bzw. auf deiner Facebook-Seite ein bisschen recherchiert. Da gab es so eine Pressemeldung zum Thema Antibiotika und Hämopathie. Ja, auch kontroverse Meinungen. Wenn ich es richtig rausgelesen habe, dann ging es darum, dass viele sagen, okay, der Herr Linz, der bevorzugt jetzt nur Homöopathie und ist komplett gegen Antibiotika oder hat da eventuell was falsch verstanden. Erstmal Frage 1 dazu, wie ist deine Stellungnahme zu dem Thema? Und die zweite Frage bitte dazu, warum oder beziehungsweise wann wird den Leuten in Facebook oder auch in der Öffentlichkeit, wo dazu sich äußern, geantwortet? Ich meine, als Politiker hat man nicht so viel Zeit, um das wahrscheinlich alles selber zu tun. Gibt es dann eine neue Presseerklärung oder wird anhand von den Fragen irgendwann von dem Pressesprecher oder Vertreter von dir dann geantwortet? Mhm. Norbert? Ja. Also ich glaube, und das streitet ja auch in der öffentlichen Diskussion gar keiner ab, dass wir ein Problem haben mit zunehmenden Antibiotikaresistenzen. Ich nenne nur das Thema in den Krankenhäusern, multiresistente Keime, die sich immer stärker verbreiten. Und da ist auch
ein Teil, aber nur ein Teil, das möchte ich auch betonen, natürlich der doch immer noch relativ starke Einsatz in der Landwirtschaft, insbesondere in der Schweinehaltung, aber noch stärker auch in der Geflügelhaltung. Dort sind durchaus insbesondere in Deutschland in den vergangenen 2 Jahren Erfolge erzielt worden, aber wir müssen daran weiterarbeiten und den Einsatz weiter reduzieren. Und deswegen, was genau wären solche Vorteile? Welche Vorteile? Wir haben den Einsatz reduziert in Deutschland durch eine Änderung des sogenannten Arzneimittelgesetzes vor 2 Jahren. Und jetzt müssen wir versuchen, diese Dinge, die wir in Deutschland schon gut machen, noch nicht optimal, ja, aber gut machen, die jetzt auch in ganz Europa letztendlich zur Anwendung zu bringen, weil zum einen bringt es wenig, nur in Deutschland eine Reduzierung vorzunehmen, weil Antibiotika-Einsatz und die Bildung von multiresistenten Keimen ist natürlich eine europäische Angelegenheit bzw. eine Angelegenheit, die auf internationaler Ebene besprochen werden muss und auch letztendlich eine Lösung gefunden werden muss. Deswegen hat Angela Merkel das schon letztes Jahr auf dem G7-Gipfel zum Thema gemacht. Da sieht man, welche starke das Bedeutung ist. Und ich bin in keinster Weise ganz einseitig sozusagen auf der Seite, dass gar kein Antibiotika mehr eingesetzt werden kann, auch keine, ne, und auch gar keine Reserveantibiotika mehr eingesetzt werden kann, sondern ich bin für eine Reduzierung, ja, des Einsatzes und glaube, dass homöopathische Tierarzneimittel auch einen Beitrag zu dieser Reduzierung leisten können. Ja. Okay. Um die zweite Frage nochmal anzuknüpfen, wird auf deiner Seite dann von Pressesprechern mal geantwortet oder von dir? Weil wenn ich es jetzt so vom Interview mitkriege, ist das eigentlich eine kleine Antwort, wo die Kritiker schon mal rückstellen würde. Ja. Ich hatte den Eindruck, ich habe vielen auch einzeln zurückgeschrieben, okay, ja, habe mich entsprechend mit ihnen auseinandergesetzt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auf der einen Seite diejenigen, die homöopathische Arzneimittel bevorzugen oder dafür eine Präferenz haben, dass die meinen, wir kommen zukünftig ganz ohne Antibiotika-Einsatz aus, und die andere Seite das alles, jetzt sage ich mal, für Hokuspokus hält. Ja? Und ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja? Nur ich tue mir natürlich schwer, wenn ich eine, jetzt sage ich mal, mittlere Position dort vertrete, ja, bei dem Thema. Ne? Ja. Jeden ruhig oder jeden zufriedenzustellen. Ja? Und das wird mir dort leider nicht möglich sein. Ja? Und ich muss natürlich zugeben, ich kann nicht mit allen sozusagen tagelange und wochenlange Dialoge führen, ja? Sondern ne, ich versuche dann zu antworten und meine Auffassung nochmal zu untermauern. Ja? Ja? Und dann werde ich wahrscheinlich letztendlich nicht jeden und alle überzeugen. Gut, das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache, das musst du ja auch nicht, aber solange du deine Meinung, sag ich mal, so vertrittst, dann passt das Ganze her. Gut. Weitere Frage war Thema Milchpreis und Menge reduzieren. Ja, ein schwieriges Thema. Ich glaube, wer sich in der Landwirtschaft auskennt, weiß, wie es im Moment unseren Landwirten in unserem Land und auch speziell in unserer Region geht. Ich komme ja aus dem Landkreis Ravensburg ursprünglich, und der gilt als Kuhstall des Landes in Baden-Württemberg. Das heißt also, im Landkreis Ravensburg stehen sehr viele Milchkühe, und das trägt einen wesentlichen Anteil zur Milchproduktion in Baden-Württemberg. Weil ich glaube, dass wir in der aktuellen Lage, wo wir viel zu viel Milch auf dem europäischen, übrigens auch im weltweiten Maßstab auf den Markt haben, spätestens jetzt beginnen müssen, auch Reduzierungsmaßnahmen einzuleiten. Und da sind aber mehrere Akteure in der Verantwortung. Ja? Zum einen die Politik, die jetzt mit entsprechenden Hilfen auch zur Reduzierung beitragen kann, aber vor allem auch die Molkereien, die mit der entsprechenden Preisgestaltung, also zum Beispiel, ich bezahle einen höheren Preis für einen bestimmten Anteil der Menge, die der Landwirt anliefert, ja, und sage eben dann oder gibt dem Landwirt das Signal, wenn du mir mehr lieferst, ja, bekommst du eben deutlich weniger
für die letzten 20 oder für die letzten 15%. Und da habe ich den Eindruck, da ist noch nicht jede Molkerei der Auffassung, dass das der richtige Weg ist. Aber ich glaube, für die Landwirte, damit sie überleben können in dieser existenzbedrohenden Lage, wäre das ein ganz wichtiger Schritt. Und dann sollte nach meiner Meinung jetzt die Bundesregierung auch da entsprechend Hilfe leisten, dass wir zu dieser Reduzierung kommen und gleichzeitig die Europäische Union genau das umsetzen, was wir jetzt in Brüssel beschlossen haben, nämlich nochmal weitere Hilfen zu gewährleisten, aber auch den Mitgliedstaaten Möglichkeiten zu geben, entsprechend auch einzugreifen jetzt in den Markt. Wie genau kann ein Mitgliedstaat da eingreifen? Der Mitgliedstaat, also jetzt im konkreten Fall die Bundesrepublik Deutschland, hat jetzt Möglichkeiten bekommen, das hört sich jetzt wieder sehr bürokratisch oder eurokratisch an, die hat jetzt Möglichkeiten bekommen von der Europäischen Kommission, Beihilfen zu geben, also konkrete Gelder an die Landwirte und zum Beispiel auch an die Molkereien zu bezahlen, wenn dann eine entsprechende Reduzierung der Milchmenge stattfindet. Danke für die Erklärung. Nächstes interessantes Thema, Glyphosat. Aktuell natürlich in den Medien. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Auch da wiederum ist ein bisschen ähnlich wie beim Thema Antibiotika. Versuche ich, eine ausgewogene Position zu haben. Das heißt, dass wir, glaube ich, und dass es eine Illusion wäre, dass wir die Landwirtschaft in Deutschland und in Europa jetzt von heute auf morgen auf komplett 100% ökologische Produktion umbauen können. Also das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren und wahrscheinlich noch länger auch Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernichtungsmittel wie zum Beispiel Glyphosat brauchen. Ich glaube aber schon, und ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, das ist alles völlig ungefährlich und das kann man in großer Menge und jederzeit und zu jedem Zeitpunkt auch gebrauchen. Ich glaube, wir müssen schon bei denjenigen, die das anwenden dürfen, Restriktionen einführen. Also Thema, muss es wirklich jeder im Garten, also jeder Hobbygärtner noch verwenden? Und in der Landwirtschaft zum Beispiel auch die Frage, muss es sein, dass wir kurz vor dem Dreschen, also vor dem Ernten, ja, nochmal entsprechend, das tun viele nicht, aber manche tun es, ja, vor dem Dreschen noch eine entsprechende Behandlung mit Glyphosat durchführen. Ich glaube, dass das zwei wichtige Punkte wären, wo man da nochmal stärker eingreifen muss, also auch staatliche Regulierung braucht, aber dann wir, glaube ich, mit einer maßvollen, wir haben uns im Europäischen Parlament für eine 7-jährige Verlängerung ausgesprochen, nicht vor 15 Jahren, wie die Europäische Kommission haben will. Also insofern glaube ich, dass das eine ausgewogene Haltung ist und auch klar macht, dass keiner der Verantwortlichen im Europäischen Parlament sagt, das ist alles völlig gefahrlos. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine neue Studie, übrigens jetzt auch der Weltgesundheitsorganisation, dass es eben Glyphosat aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht krebserregend ist. Okay, interessant. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, das letztendlich auch die ganze Welt, natürlich auch sehr, sehr viel Europa und Deutschland beschäftigt. Thema Flüchtlingsproblematik, Flüchtlingsthema. Da hat sich natürlich die CDU stark positioniert, auch Angela Merkel mit der Türkei, Erdogan, Visumsfreiheit und so weiter, Menschenrechte in der Türkei. Da gibt es natürlich viele Stichpunkte jetzt. Ich mag jetzt keine konkrete Frage stellen, sondern einfach zu dem ganzen Thema, wie ist denn deine persönliche Meinung und wie denkst du, wie wird es in der Richtung weitergehen? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Also ich glaube jetzt, dass wir zum heutigen Tage, also jetzt am 20. Mai, wirklich ein ganzes Stück vorangekommen sind in Europa bei der Bewältigung, ich glaube, dieser größten Herausforderung, die Europäische Union seit ihrem Bestehen hatte. Und ich glaube, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel einen großartigen Job gemacht hat in den letzten Monaten. Wenn man weiß, wie unterschiedlich die Auffassungen sind innerhalb der Europäischen Union, innerhalb einiger ihrer Kolleginnen und Kollegen bei den Staats- und Regierungschefs, dann glaube ich, hat sie jetzt mit dem EU-Türkei-Abkommen, auch mit der tatsächlichen Reduzierung der Flüchtlingszahlen, mit auch der internationalen Hilfe, der Flüchtlingshilfe, die sie federführend mit auf den Weg gebracht hat, auch mit dem Afrika-Fonds,
den sie mit auf den Weg und federführend mit auf den Weg gebracht hat, hat sie, glaube ich, vieles angestoßen, das jetzt in die Durchführung kommt und wo die Menschen eben merken, zum einen die syrischen Flüchtlinge, die in der Türkei jetzt sich noch befinden, als auch Menschen, die jetzt in Nordafrika angekommen sind und auch eben, was das Thema zum Beispiel beim, dass man den Afrika-Fonds einsetzen kann für Entwicklungshilfe in Afrika, dann wird es bei den Menschen ankommen. Natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das geht alles, das braucht alles seine Zeit, ja, bis tatsächlich die Dinge umgesetzt werden. Aber ich stehe natürlich noch Herausforderungen an, weil jetzt aller Voraussicht nach auch die Flüchtlingsbewegung von Libyen Richtung Italien zunehmen werden. Und ich bin absolut der Meinung und damit der gleichen Auffassung wie unsere Bundeskanzlerin, dass es eben wenig bringt oder zunächst mal nur die Probleme um ein paar Wochen verschiebt, wenn man einzelne nationale Grenzen schließt, sondern wir müssen Europa im Gesamten denken und das heißt eben auch, dass wir auch Griechenland mitdenken und dass wir eben auch die Ägäis mitdenken und da glaube ich, dass der ein oder andere, auch in meiner Schwesterpartei, durchaus ein bisschen zu kurz gedacht hat, dass es nur die Schließung der nationalen Grenzen braucht und dann ist sozusagen das Thema wieder erledigt. Von unseren Mitgliedern kam von einem bisschen so die Sorge, dass man bei der Türkei bewusst wegschaut, auch im Umgang bezüglich den Menschenrechten von der Türkei, um eben diesen Deal quasi durchzusetzen mit den Flüchtlingen und dass die Türkei natürlich durch die Hintertür versucht, über ja, Visumsfreiheit und noch schneller in die EU zu kommen. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Ja. Also sicherlich ist es insbesondere der türkische Staatspräsident Erdogan kein leichter Verhandlungspartner und sicherlich nicht ein Staatschef, wie ich mir ihn vorstelle oder wie das sozusagen in Mitteleuropa überhaupt möglich sein könnte, ne, dass so jemand wie Erdogan ein Land führt. Aber Erwin Teufel hat immer gesagt, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und das heißt, die Europäische Union muss mit dem verhandeln oder mit den Staaten verhandeln und mit den Menschen verhandeln, die jeweils diese Staaten repräsentieren. Und eindeutig ist Erdogan und bis vor einigen Tagen auch sein Regierungschef Davutoğlu, das waren die Verhandlungspartner der Europäischen Union. Und ich glaube heute bei aller Skepsis sozusagen gegenüber der Türkei, aber zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir ja eindeutig auch konstatieren, dass Erdogan den Teil, nämlich die Reduzierung der Flüchtlingszahlen, dass sozusagen in der Ägäis weniger ankommen, zwar viel weniger ankommen, ne, dass dieser Teil erfüllt ist. So, und jetzt wird es natürlich spannend. Ja, bei der Frage der Visa-Liberalisierung haben wir im letzten Plenum des Europäischen Parlaments schon mal einen klaren Warnhinweis gegeben an Erdogan, indem wir gesagt haben, ja, Visa-Liberalisierung wollen wir am Ende hinbringen mit der Türkei und damit auch diesen Teil einlösen. Aber die Türkei hat alle 72 Bedingungen zu erfüllen, die eben letztendlich dann zu dieser Visa-Liberalisierung führen können. Und ansonsten werden wir als Europäisches Parlament, und wir sind in der Mitentscheidung bei diesem Thema, erst gar nicht über diese Frage debattieren. Und insofern hatte ich den Eindruck in den letzten Tagen, dass diese Warnung durchaus angekommen ist in Ankara. Jetzt haben wir ein bisschen über den türkischen Präsidenten geredet, der war natürlich über unseren deutschen Jan Böhmermann auch ein bisschen in der Diskussion. Wie fandest du den Umgang von der Bundesregierung zu dem Thema Schmähgedicht? Ja, also ich glaube, sagen wir, in der Kommunikation nach außen ist da vielleicht sicherlich nicht alles optimal gelaufen. Ich glaube aber schon, dass es auch ein Signal an Erdogan gewesen sein muss, dass er diese Form der Rechtsstaatlichkeit, die wir hier in Deutschland praktizieren und wenn wir einen Paragraphen eben haben, über den man durchaus reden kann, ob er noch zeitgemäß ist, aber er ist nun mal zum jetzigen Zeitpunkt und zum Zeitpunkt, als das Schmähgedicht veröffentlicht worden ist, war er eben da und dann fand ich es folgerichtig, dass die Angela Merkel eben keine politische Entscheidung getroffen hat, ihn nicht anzuwenden, sondern eben gesagt hat, ja, dieser Paragraphen ist da und jetzt hat die Staatsanwaltschaft das Wort und kann ihn entsprechend anwenden oder kann ihn entsprechend auslegen. Und insofern fand ich letztendlich
bei aller Frage, ob zu jedem Zeitpunkt richtig kommuniziert worden ist, die Entscheidung letztendlich richtig. Der spritzt hier gerade, das heißt, ja, wir sind am Bodensee, da ist Bewegung. Bewegung ist hoffentlich auch ein bisschen im Interview. Nächstes Thema, die EZB hat ja den Leitzins gesenkt nach langer Zeit. Wir haben 0,0. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Ja, also zum Ersten möchte ich natürlich am Anfang betonen, dass wir insbesondere als Bundesrepublik, auch immer die deutsche Bundesregierung, besonders betont hat, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank, früher der Deutschen Bundesbank, heute der Europäischen Zentralbank, ein Kernstück sozusagen der Finanzpolitik ist in Europa und das auch der Bundesrepublik immer ganz wichtig ist. Aber darüber hinaus habe ich natürlich schon eine persönliche Meinung darüber. Ich glaube, dass es fatal wäre, wenn wir diese Niedrigzinspolitik, die jetzt schon seit Jahren anhält, ja, wenn wir die jetzt noch über weitere mehrere Jahre so fortführen würden. Weil dann bekommen wir ein Problem mit dem Ansparen auf Rente. Also auf der einen Seite sagt man dem Arbeitnehmer, er soll nicht nur ins Rentensystem einzahlen, paritätisch mit dem Arbeitgeber, sondern er soll auch noch selber für sich vorsorgen, mit einer Lebensversicherung, mit dem Hauskauf oder dem Kauf einer Immobilie oder einer Wohnung. Und auf der anderen Seite sozusagen hat er durch diese Niedrigzinspolitik natürlich nicht mehr den großen Anreiz, auch überhaupt zu sparen. Oder sogar das Gegenteil, besteht sogar die Gefahr, und manche deuten es ja an, manche Banken, dass wir in eine Phase der Negativzinsen kommen würden, was ich natürlich nur ablehnen kann und was natürlich fatal wäre. Drum glaube ich, ist es wichtig, dass die Europäische, oder wäre es wichtig, dass die Europäische Zentralbank ihre Politik korrigieren würde und letztendlich jetzt wieder in eine Phase des langsamen Anstiegs der Zinsen eintreten würde. Ich habe aber, muss ich ehrlicherweise sagen, im Moment nicht den Eindruck, dass der Wille des EZB-Präsidenten da und des Direktoriums da so groß ist. Wie positionierst du die Stärke von Europa, wenn man die ganze Welt betrachtet? Ja? Wo siehst du ungefähr Europa im Verhältnis zu Amerika, zu China und was würdest du der Bevölkerung raten zum Thema EU, wie sie damit besser umgehen sollen? Also zum einen glaube ich, die Europäische Union hat eine enorme Wirtschaftskraft und damit natürlich aufgrund der Wirtschaftskraft eine enorme Bedeutung im weltweiten Maßstab. Die wirtschaftliche Bedeutung geht aber leider aus meiner Sicht nicht einher mit der politischen Bedeutung. Weil wir es nicht geschafft haben, im Gegensatz zur wirtschaftlichen Integration, die ist sehr weit fortgeschritten in Europa, die politische Integration entsprechend so voranzubringen, wie sie nach meinem Dafürhalten eben auch sein sollte. Ich nenne nur Beispiele, dass wir auch heute eben immer noch eigentlich am Anfang stehen einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, dass wir eigentlich immer noch am Anfang stehen einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und dass wir offensichtlich auch in Fragen jetzt der Flüchtlingskrise und wie wir zum Beispiel ein Asylrecht gestalten, ob wir dort als Europäer vorankommen, auch erst am Anfang stehen. Und das macht natürlich Europa, obwohl es eine starke wirtschaftliche Bedeutung hat, politisch eher schwächer. Und man muss natürlich, wenn man jetzt die Perspektive sieht, der nächsten Jahre und Jahrzehnte, darf man davon ausgehen, dass die Bevölkerung in anderen Teilen der Welt wächst und die Bevölkerung in Europa entweder sinkt oder vielleicht nur noch langsam ansteigt. Das heißt also, der prozentuelle Anteil der Europäer in der ganzen Welt nimmt ab und der Anteil der Amerikaner, der Asiaten, der Afrikaner wird eher zunehmen. Also, glaube ich, kann die Antwort nur heißen, alles zu bündeln, auch politisch in Europa, um im Weltgeschehen des 21. Jahrhunderts auch noch mitreden zu können. Ja. Wenn du starken Verhältnis vergleichst, wo würdest du Europa positionieren? Mittelfeld, unten, oben? Ich würde Europa im starken Mittelfeld positionieren, wirtschaftlich ziemlich weit oben, politisch eher im Mittelbau sozusagen und insbesondere auch, wenn man soziale Fragen ansieht,
sehr, sehr weit oben und auch aus meiner Sicht den Amerikanern überlegen im Sozialmodell. Also man muss das immer abschichten, ja, um welches Thema geht. Aber insgesamt, sagen wir, in der Gesamtschau steht Europa im Weltgeschehen so schlecht nicht da. Bei der nächsten Frage bin ich auf deine Antwort sehr gespannt, weil ich fand es interessant, dass aktuell Atompolitik wieder gefordert wird von der EU. Was ist denn da los? Hat man Tschernobyl vergessen? Nein, ich glaube, es geht im Wesentlichen um die Frage der Förderung der Atomforschung. Also wir haben ja ein Forschungsrahmenprogramm, so hat man das früher genannt, heute heißt es Horizont 2020. Das heißt also, ja, wir fordern Wissenschaft und Forschung doch mit erheblichen Summen. Ja, da geht es insbesondere um Exzellenzforschung, wo übrigens auch einige der hiesigen Hochschulen, ob das Ulm ist oder Tübingen, ja, aber auch Ravensburg-Weingarten und auch andere Hochschulen in meinem Wahlkreis sehr stark profitieren. Und das ist natürlich klar, wenn die Hälfte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Atomkraft, sagen wir mal, freundlich eingestellt ist und die andere Hälfte eher zurückhaltend bzw. ganz ablehnend ist. Ja. Ich darf darauf hinweisen, wir haben den Ausstieg beschlossen, aber wir sind natürlich aktuell, es sind noch Anlagen aktuell am Laufen natürlich, ne, bis 2022. Aber ich diese Forderung nicht begriffen. Ja, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass dieses Thema immer wieder aufkommt. Ich sage mal, wir deutschen Europaabgeordneten sind dort eher bei diesen Fragen eher zurückhaltend. Aber das ist immer auch eine Frage, sage ich mal, der jeweiligen Mehrheiten, ja, wie das dann, ne, ob es dann zu einer entsprechenden stärkeren Förderung kommt oder nicht. Thema Terrorgefahr und Sicherheit. Wir hatten zuletzt kommuniziert mit Brüssel. Habt dann auch gesehen, du hast dann, hey, ich bin safe in Brüssel, dann war wieder alles okay. Mittlerweile gibt es ja diese ganzen Features, Facebook und so weiter. Nice. Aber wie sicher ist man in Europa? Ja, also ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und hier auch in meinem Wahlkreis können sich, glaube ich, schon sicher fühlen. Also ich würde jetzt nicht zu raten, jeden Tag sozusagen mit einem unguten Gefühl aus dem Haus zu gehen, weil ein Anschlag passieren kann. Natürlich kann ich das nicht ausschließen. Aber ich bin ja zum Beispiel jetzt, sag ich mal, jeden Monat mindestens 2 Wochen in der europäischen Hauptstadt, die leider auch Opfer eines Terroranschlags geworden ist, an zwei Stellen auch. Ne? Die eine eben nur 300 Meter weg von dem Platz, wo ich zu dem Zeitpunkt gesessen bin oder wo ich mich aufgehalten habe. Aber ich habe jetzt den Eindruck, auch in der europäischen Hauptstadt, in Brüssel, die jetzt sicherlich besonders im Fokus steht, neben Paris und vielleicht anderen Großstädten, ist es sicherlich so, dass auch dort wieder das normale Leben, der Alltag wieder eingekehrt ist. Und das finde ich auch gut. Wir können doch den Terroristen und dieser menschenverachtenden Ideologie nur widerstehen und sie bekämpfen, indem wir uns sozusagen dort nicht kirre machen lassen und unseren Alltag völlig umkrempeln. Ja? Das heißt nicht, dass man vielleicht mal ein bisschen stärker nach rechts und nach links schaut, wo man sich gerade aufhält und was gerade um sich herum passiert. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können sich die Menschen in Deutschland, insbesondere auch hier in der Region, sicher fühlen. Proaktiver Umgang. Ja. Viele ein Projekt. Terrorgefahr gibt es auch im World Wide Web. Wie siehst du das Thema EU-Datenschutz? Ja, sicherlich ein schwieriges Thema, auch in Verbindung oder auch im Gespräch mit dem amerikanischen Partner. Wir haben natürlich als Europäer durchaus unterschiedliche Vorstellungen, was Datenschutz bedeutet und wie man Datenschutz betreibt. Aber ich darf schon darauf hinweisen, dass wir natürlich den einen oder anderen geplanten Terroranschlag natürlich auch deswegen verhindern konnten, weil der amerikanische Geheimdienst uns darauf hingewiesen hat. Deswegen ist nach meinem Dafürhalten vieles eben nicht immer schwarz-weiß, ja, sondern wir und insbesondere wir Deutschen haben, glaube ich, einen ganz sensiblen Umgang auch aufgrund unserer Geschichte mit Daten und wie mit persönlichen Daten umgegangen wird. Und da glaube ich auch zu Recht. Ja. Aber ich glaube schon auch,
dass wir Sicherheit nur gewährleisten können, wenn man Terroristen und terroristische Vorgänge bzw. Planung von Anschlägen auch wirksam bekämpfen kann. Deswegen sage ich auch ganz offen, ich gehöre zu den Befürwortern einer Vorratsdatenspeicherung. Ja, alles mit Maß und Ziel und strengen Regeln, aber ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir in Europa. Ja. Und wir brauchen auch Abkommen mit den Amerikanern, wie man mit Daten umgeht. Auch da glaube ich, dass es richtig ist, dass man kompromissfähig ist und auch versucht, sich in den anderen, in den Partner rein zu versetzen, letztendlich. Das heißt nicht, dass man dessen Position übernimmt. Wie überall in der Wirtschaft gibt es natürlich auch in der EU Korruptionsskandale. Wie geht man damit um? Welche Richtlinien gibt die EU auch an Politiker weiter? Weil ich glaube, so einfach ist es ja nicht. Man bewegt sich ja auch, viel in der Wirtschaft und läuft ja auch Gefahr, von dem einen oder anderen, nennen wir es mal, platt gekauft zu werden. Wie geht man damit um? Also zum einen ist richtig, dass insbesondere auch in der Vergangenheit gab es den einen oder anderen Betrugsskandal. Die Europäische Union hat ja auch reagiert und hat eine Betrugsbekämpfungsbehörde geschaffen, OLAF heißt die, die sozusagen jeden Tag nichts anderes als Aufgabe hat, wie Betrügereien auf die Schliche zu kommen, insbesondere auch den Missbrauch von europäischen Fördergeldern, diesen zu bekämpfen. Das ist der eine Teil. Und natürlich, glaube ich, zielt die Frage natürlich auf den Politiker selber. Ja, wie gehe ich damit um? Selbstverständlich gibt es in Europa, gerade auch in dem Bereich, wo ich tätig bin, Landwirtschaft, Umwelt, also Fragen sozusagen, wie wir Regulierung fortschreiben, wie wir Richtlinien schreiben, Verordnungen, wo die Industrie, aber eben auch Nichtregierungsorganisationen, also auch der BUND, der NABU oder andere Verbraucherschutzorganisationen wie Foodwatch natürlich ein Interesse daran haben, wie wir mit denen umgehen. Ja? Selbstverständlich spreche ich mit allen beteiligten Akteuren in Europa, sagt man immer Stakeholdern dazu, und habe Gespräche in alle Richtungen, versucht das auch ausgewogen zu machen und dann letztendlich zu einer Entscheidung zu kommen oder zu einer Haltung zu kommen, die letztendlich beidem gerecht wird, dass wir weiterhin auch unsere wirtschaftliche Stärke ausbauen können, halten und ausbauen können und zum anderen aber natürlich auch andere Ziele wie den Erhalt unserer Natur, unserer Umwelt letztendlich gewährleisten zu können, auch für die Zukunft. Ne? Und ich glaube, das ist das Spannungsfeld, wo sich ein Politiker insbesondere, und ich fühl mich als Politiker der Mitte, ein Politiker der Mitte auch bewegen muss und auch sollte, nach meinem Dafürhalten. Ne? Super, toller Einblick. Norbert Linz aktuell für uns in Europa. Norbert, könnte ich dir auch vorstellen, für uns in Deutschland zu sein? Also sprich, eventuell irgendwann mal Richtung Bundeskanzler zu gehen? Nein, das steht sicherlich nicht an. Mir gefällt die Arbeit im Europäischen Parlament sehr, sehr gut. Ich bin jetzt knapp 2 Jahre dabei und werde auf jeden Fall diese Legislaturperiode beenden oder versuchen zu beenden. Das heißt also nochmal 3 Jahre zu sein und dann werde ich mir zum richtigen Zeitpunkt weiter überlegen, ob ich mir vorstellen könnte, weiter im Europäischen Parlament tätig zu sein. Und natürlich kann es irgendwann einmal in einer weiteren Zukunft auch ein Zeitpunkt kommen, wo ich sage, ich will meinem Leben nochmal eine Wendung geben. Das schließe ich zum heutigen Tag nicht aus, aber mein Interesse und mein Fokus gilt jetzt der Arbeit im Europäischen Parlament und insbesondere jetzt für die nächsten 3 Jahre bis zum Ende dieser Legislatur. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich alle Themen angerissen, wo es aktuell zu diskutieren gibt. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Abschließend deine Worte bitte an unser Publikum. Was möchtest du den Leuten in der Region, in deiner Heimatregion, in deiner Wahlregion mit auf den Weg geben? Vielleicht einfach in die Kamera. Ja, also mir ist wichtig, gerade in dieser Zeit, wo Europa, die europäische Institution und ich weiß natürlich auch das Europäische Parlament und damit auch die Politiker im Europäischen Parlament
sehr viel Kritik ausgesetzt wird und sehr stark auch thematisiert wird, was schlecht läuft in Europa, wo man nicht so gut vorangekommen ist in Europa. Und das ist sicherlich richtig. Ich habe es ja vorher in einigen der Fragen, die gestellt worden sind, beschrieben, welche Herausforderungen die Europäische Union hat und sicherlich auch in den nächsten Jahren noch hat. Ich glaube aber, dass wir schon zurückblicken müssen und sehen müssen, dass diese Europäische Union, die europäische Integration insgesamt in den letzten Jahrzehnten ein Erfolgsprojekt war, das uns Frieden, Freiheit und auch wirtschaftlichen Wohlstand gebracht hat in Europa, aber insbesondere auch in Deutschland und besonders in dieser Region. Und wenn man in einer Grenzregion lebt wie dieser, ich glaube, da merkt man besonders, wo es eben noch Grenzen gibt und wo manchmal der Alltag beschwerlicher ist, wie wenn man eben weniger Hindernisse hat. Und ich glaube, da sieht man einfach, dass die Reisefreiheit, dass das Studieren in anderen Ländern und so weiter, dass das alles Errungenschaften sind der letzten Jahrzehnte, die ich zumindest nicht missen möchte. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir eben neben den Herausforderungen, vielleicht manchmal manchen Kritikpunkt, die man in Europa hat, auch die positiven Seiten sieht und die doch großen Errungenschaften, die wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben. Norbert Linz für uns in Europa. Norbert, ich danke dir recht herzlich für das Interview und wünsche dir für die Zukunft politisch sowie natürlich auch privat nur das Beste. Herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Dankeschön.